Anfang dachte ich, es ist gar nicht so kalt, aber jetzt so langsam. Ja, ja, es wird immer kälter. Ne? Okay. I study at the Beuth Hochschule für Technik. I recently have done my Anmeldung, is registration for my where I live. And my visa is ending on 30th of March. I'm going back home next week, so I have to, you know, extend my visa. Mm-hmm. The problem here is that you have to, as you see, it's 3 o'clock in morning, four now. Yeah, we've been waiting here since two. Just to get a number and then wait again for 3-4 hours more. And yeah, so that we can go through with the visa extension. Wenn man nach Deutschland kommt für das Studium, also es gibt viele Sachen, die man regeln muss, nicht nur an der Universität, aber auch, weiß nicht, persönlich, man muss sich in der Stadt anmelden, man muss sein Visum beantragen und das ist manchmal sehr schwierig, überhaupt rauszufinden, was der richtige Anlaufstelle ist, wo man sich beraten lassen kann. Und ja, da habe ich zum Beispiel die Erfahrung gemacht, dass in der Ausländerbehörde, wenn man nicht alle Unterlagen dabei hat oder etwas nicht klar ist an Informationen, dass manchmal man nur weggeschickt wird und man gar nicht erklärt bekommt, warum das jetzt nicht richtig ist oder ja, an wen man sich wenden kann, um die Probleme zu lösen. Und ja, in diesem Fall war der deutsche Sprache sehr hilfreich und ich glaube, ja, wenn man das nur auf Englisch machen würde, dann würde das sogar noch schwieriger sein. You can lose many time to make application, to make extension for a visa in Germany. But sometimes if you want to take an appointment, if you don't find an appointment online, they oblige you to go in 1 a.m. early morning. You go wait. Maybe now we are, that's the winter. That's very difficult sometimes. This reality is very difficult for foreign students. You can wait 2 hours, 5 hours, 6 hours to get an appointment. Ich bin wirklich überrascht, weil ich wusste nicht, dass ich war hier schon als Studentin, ja. Ja, hier in Berlin und dann Doktorandin. Zwei Unis habe ich hier abgeschlossen, jetzt Doktorandin. Ich wusste nicht, dass ich jetzt so viele Probleme habe. Registrierung und ich weiß nicht, was noch ich zeigen muss, ja. Ich muss viele Kontakte, alles, was ich habe, muss ich jedes Mal das Gleiche zeigen. It's frustrating and the conditions are freezing. It's quite cold here. And I need to miss my class too, because I think I'll get free by 10 or 11. I'll definitely miss my class. Wenn man so viel hier steht und plötzlich doch mit viel Kontrolle, also noch 2-3 Kontrolle muss man da im Gebäude haben. Also hier einmal Papiere zeigen, oben zweimal Papiere zeigen und erst danach kriegt man die Möglichkeit, mit den Beamten zu sprechen und das dauert normalerweise sehr kurz, klar, viele Menschen sind da, verständlich und schließlich das Gespräch endet sehr schnell, nämlich auf Wiedersehen, kommen Sie nächstes Mal, hier fällt ein Koma. Ja. Kann ich irgendwas helfen? Die Beratung am Anfang ist es null. Diese schlechte Beratung am Anfang, dadurch verlieren viele Studierende mindestens 2 Jahre. Sage ich mindestens 2 Jahre.
Wer ist vor dir? Eine Sozialberatung, Diplom, sie hat Diplom sozial gearbeitet, sie spricht Hochdeutsch. Und dann fängst du erstmal sich vorzustellen, das klappt auch nicht so gut. Und nach 2 Minuten ist sie ungeduldig, weil sie dich nicht sowieso versteht. Sie war noch nie im Ausland, im Außerhalb, auch wenn sie im Außerhalb gewesen ist. Sie war noch nie in Afrika oder so. Sie war vielleicht in Spanien und das war schon ziemlich anstrengend für sie. Also sie hat keine richtige Erfahrung gemacht. Und dann fängst du mit deiner komischen Deutsch zu reden und dann sagt sie auf einmal, Entschuldigung, ich verstehe nicht, was Sie sagen. Oh Gott, also dann ist man, also ab diesem Moment kann man nichts mehr sagen. Kann man nur so schnell wie möglich die Tür wieder suchen oder so, sich schneller umdrehen, damit man, weil diese Beratung am Anfang, das fehlt einfach. Als ich hier in Deutschland gekommen bin, es war niemand, um mir zu sagen, du musst dich in den Rathaus vielleicht anmelden, du musst dich auf der Ausländerbehörde anmelden. Also ich habe immer was erfahren, aber ein bisschen spät. TEFA steht für Tech Energy for Africa und das ist ein Studierendenverein. Das ist es besteht aus Studierenden aus Berlin, aus Brandenburg und aus Potsdam, also eigentlich in Brandenburg. Ja. Und wir sind einfach auf die Idee gekommen, ja, dass wir parallel zu unserem Studium hier in Berlin einfach was auch für Afrika auch setzen. Hier in Deutschland gekommen, weil ich studieren möchte. Ja. Habe ich keine Ahnung, wo ich anfangen soll, wo ich gehen soll. Und haben wir erstmal ein erstes Projekt vor. Die läuft gerade. Das ist so eine Beratung über Geflüchtete hier in Berlin. Und es wäre eine sehr gute Herausforderung, wenn TEFA, also dass wir uns einfach dieses Angebot geben. Nicht nur für Flüchtlinge, sondern auch für die neu angekommenen Studierenden. Oder we can say to the student from Global South who can make the study or the also university in Germany. Today, these students, they have a good competence, they have a good potential, they have a very good international experience. Also, ich glaube, dass ein Austausch zwischen internationalen Studierenden und deutschen Studierenden ganz wichtig ist, auch für globale Schwierigkeiten. Man hat dann ein besseres Bild, was für bestimmte Zusammenhänge es bestehen, was für Auswirkungen manche Entscheidungen haben. Jetzt nicht nur auf Europa, aber auch in den Ländern, wo das vielleicht am meisten wirkt. Zum Beispiel in Bezug auf Klimawandel. Viele Studierende kommen ja aus der Region, die wirklich davon betroffen sind. Und ich glaube, da kann man so eine globale Perspektive über bestimmte Konflikte. Man kann besser darüber sprechen, besser überlegen, was für Möglichkeiten es gibt, diese zu lösen oder zu verwandeln. Nicht die Alte kriegen ein Visum hier, um zu studieren. Deutschland profitiert von unserer gewissen Intellektual, unsere junge Volke kommen hier. Und Deutschland hat auch diese Möglichkeit, die Sprache wirklich weiterzuentwickeln, weiterzuleben. Wir sprechen die deutsche Sprache, also wir helfen, die deutsche Sprache weiterzuleben. Das finde ich wirklich super.
Und ich glaube auch, dass internationale Studierende, die hier in Deutschland sind, auch immer neue Perspektive sammeln und neue Ideen, die dann auch in der Heimat einsetzen können. Und zum Beispiel mit, es gibt ja verschiedene Projekte von den Studierenden auf lokaler Ebene, die wirklich erfolgreich sind und auch vielleicht leichter zu organisieren sind, weil auf ihnen kleine Ebene sind. Heute feiern wir dann so die Weihnachtsfeier von Alvin e.V. Die Idee, einen internationalen Verein für internationale Frauen dann so zu gründen, es ist hier schon seit einem Jahr. Am Anfang waren wir dann so speziell für internationale Studentinnen, wollten wir dann den Verein gründen. Haben wir uns mal gedacht, okay, wir werden dann nicht ewig studieren. Dann wäre auch interessant, dann so internationale Studentinnen und Berufstätige dann so zu betrachten. Unsere Ziele sind erstmal, also unsere erste Ziel, wir wollen die Rahmenbedingungen für ausländische Frauen verbessern. Egal in welcher Situation, wir wollen einfach eine Verbesserung bringen. An der Uni zum Beispiel, als Studierende mit Kind zum Beispiel, wollen wir als Aurin für Studierende mit Kind solche richtige Angebote auch anbieten. Wir wollen diese Studierende wirklich begleiten. Sie sollen wirklich spüren, dass jemand da ist und konkreter. Wir wollen nicht mehr abstrakt arbeiten. Und wir wollen auch diese Talente, weil viele afrikanische Frauen, viele, also Frauen aus dem globalen Süden, sind talentiert. Sie haben so viel Talent. Wir wollen die Solidarität stärken. Was kannst du, was kann ich? Dann bringen wir das zusammen. So wie ein schöner Topf, ja, hier, dieser Eintopf, die hier in Deutschland gemacht wird. Hier übrig etwas, ein Stück. Ich bin heute die Zwiebel, du bist meine Kartoffeln und so weiter. Und dann am Ende wird das wirklich super schön. Und I win, deswegen habe ich mir gesagt, das soll I win sein. Ich gewinne. Egal in welchem Sinne. Ich sage immer, auch wenn nach einer schlechten Erfahrung, gewinnt man immer etwas. Entweder gewinne ich oder lerne ich, sage ich immer. Ich verliere nie. Und deswegen ein Win, es ist, hat dieses Ziel, dass die Frauen immer diese positive Gedanken beibehalten. Ich glaube, was auch ganz wichtig ist, ist so Netzwerke von internationalen Studierenden zu unterstützen und die zu verbreiten. Weil wenn man im Studium anfängt und man da alleine steht, man ist ziemlich verloren und ich glaube, es ist schon sehr hilfreich, wenn man sich mit den anderen Studierenden austauschen kann und herausfinden kann, wie man sich Hilfe sucht oder wie man besser lernen kann, damit man bestimmte, weiß nicht, bürokratische Hürden umgeht. Und ich glaube einfach, dass es wichtig ist, einen Dialog zu fördern zwischen internationalen Studierenden, aber auch zwischen deutschen Studierenden und man so Austauschmöglichkeiten anbieten sollte.